mit Magalor auf Abenteuern. Besuch auf Planet Pop. Magalor ist aus heiterem Himmel auf Kirbys Welt gelandet. Soll er dir auf deinen Abenteuern zur Seite stehen? Der Helfer Magalor ist zur Stelle. Seine Tränke verleihen dir doppelte Kraftpunkte und er rettet dich vor Abstürzen ins Bodenlose. Aktiviert auch automatische Schlucken. Soll der Helfer Magalor dich auf deinem Abenteuer unterstützen? Ich würde sagen, erstmal nicht. Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Warum willkommen zurück? Weil wir schon vor einigen Tagen, Wochen die Demo von dem Game angezockt haben. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. Keks Kulisse. Level 1. Ich würde sagen, wir steppen direkt rein. Und für die Leute, die die Demo nicht gesehen haben, schaltet einfach ab dem zweiten Video ein. Ich glaube, da ist es dann so. Es gibt zwei Spielermodus. Ich glaube, das ist erstmal unwichtig. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt hier mal rein. So. Für die Leute, die Kirby nicht kennen, kann ich ja nochmal ein bisschen was hier direkt zum Anfang sagen. Also erstmal die Story, wenn ich die richtig verstanden habe. Der Typ ist hier abgestürzt und hat ein bisschen was von seinem Treibstoff verloren. Und zwar Zahnräder, Starcoins sozusagen, falls ihr Mario kennt. Und wir müssen die jetzt halt, wir helfen ihm wieder nach Hause zu kommen. So lässt sich das, glaube ich, ausdrücken. Genau, Kirby kann Gegner einsaugen und deren Fähigkeiten übernehmen. Ich glaube, das ist eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Kirby ist ein sehr einfaches Spiel zum Anfang hin und wird später sehr, 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 sehr schwer. Darauf habe ich schon mega Bock. Überhaupt nicht. Aber mal gucken. Oh, was zu essen. Essen heilt uns und ja, das war's auch schon wieder. Ja, wir können rennen, wenn wir den Stick zweimal nach rechts drücken. Dadurch können wir auch so ein Dash-mäßig machen. Fliegen geht natürlich auch, so wie in jedem anderen Kirby-Teil. Ich habe tatsächlich schon Kirby und das vergessene Land aufgenommen. Falls ihr daran interessiert sein solltet, ich verlinke es auch mal einfach oben auf dem i. Draufklicken und euch gönnen. Das war ein grandioses Spiel. Und wir schauen uns natürlich auch dieses wunderbare Exemplar eines Kirby-Games an. Und schauen, was uns hier so erwartet. Genau. Haben wir direkt schon Damage? Ne, haben wir nicht. Ist also, als hätten wir Damage genommen. Okay, so wie in Smash können wir hier durchspringen. Das ist doch okay. So, zack. Ich habe einen Key. Boah. So, rein da. Will ich die Gegner besiegen? Nein. Da haben wir sogar schon unser erstes Zahnrad. Nehmen wir direkt mal mit. Ist es das erste? Ob wir das Ganze zu 100% machen, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Zauberzahnrad gefunden. Zauberzahnräder liegen überall verstreut. Versuche alle versteckten Zahnräder zu finden. Ich versuche so viel wie möglich zu finden. Ich glaube 100% weiß ich nicht, ob ich da unbedingt Lust drauf habe. Weil meistens ist halt Kirby immer sehr schwer und anstrengend. Und hier auf die 100% zu grinden, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Aber wir werden sehen. Genau, das sind die Waddle Dees. Warum die böse sind, ich habe keine Ahnung. In Kirby und das vergessene Land war das ein bisschen anders, aber das ist ja nicht so schlimm. Muss ich noch irgendwie was sagen? Genau, Upload-Plan. Einfach immer abwechselnd zu Luigi's Mansion 3. Und morgen kommt aber auch noch meine Folge. Genau. So. Wir steppen jetzt direkt hier rein. Das wird leicht editiert sein ein bisschen. Also, es wird jetzt nicht sowas sein wie die Newer-Videos. Die kommen jeden Montag. Es wird so ein bisschen editiert sein. Manche Dinge werde ich rausschneiden. Zum Beispiel, wenn wir so ein Zahnrad verpasst haben oder so. Dass wir das halt einfach, dass ich das Off-Cam nachhole und euch dann reinschneide, wo es ist. Oh, da ist ein Gegner. Let's go. Und hiermit können wir ein ultra krasses Schwert, kennen wir schon aus der Demo, beschwören und schaut euch das an. Wada wang, wada wang. Let's go, das sieht geisteskrank aus. Wumm. Finde ich, kann man schon machen. Brauche ich für zu Hause. Das verwandelt sich tatsächlich sogar auch. Cool, cool. Ja. Zack. Und Shazam. Let's go. Nochmal hier so ein Hackebeil. Damit der Metzger freut sich, dass ich ihm hier ein bisschen unterstützen tue. Und da spawnt ein Stern. Genau. Am Anfang werde ich noch vieles erklären.
Was aber nicht bedeutet, dass ich Ahnung von dem Spiel habe. Ich kenne tatsächlich 3 Level. Die waren in der Demo drin. Und das war's dann auch schon wieder. Ab dann wäre es blind. Das ist dann vermutlich ab der nächsten Folge. Genau. Die Folgen werden so roundabout 20 bis 30 Minuten lang sein. Vielleicht auch 25. Irgendwie sowas dazwischen einfach. So, das ist die Zeitspanne, auf die ihr euch einstellen könnt. Genau. Freut euch darauf. Es wird bestimmt episch. Ich habe hohe Erwartungen an das Game. Es gibt scheinbar auch neuen Content. Weiß ich jetzt nicht, was mit neuer Content gemeint ist. Aber das ist nicht nur ein reines Remake oder ein Port von der Wii. Und wir können hier aussuchen. Ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich das Feuer, weil das ist für uns ja neu. Das hatten wir ja noch nicht. Und... Hä? Wieso kann ich nicht also... Oh! Der Sphärenspuk! Oh, nee. Let's go, da. Er kommt, er kommt, er kommt! Uiuiui! Schön ausgewichen hier. Du, kann er so Magie-Stuff? Ich muss hier durch. Zack. Nein, falsche Richtung. Ey, ich nehme viel zu viel. Also Feuer ist gar nicht mein Freund. Also Feuer ist meiner Meinung nach jetzt schon eines der schwersten zu nutzenden Items. Und 2 Zahnräder. Damit haben wir das erste Level zu 100% abgeschlossen und wir können weitergehen. Eine Maxi-Tomate. In Kirby heilt ihr unser Leben komplett. Ich sollte nicht so viel erklären. Ich sollte vielleicht erstmal so genießen. Ach, Guys, das wird krass. Ich bin richtig gehypt auf das Game. Oh, oh, da oben ist was. Wunderbar, genau, Geld. Wofür das Geld ist, habe ich keine Ahnung. Das finden wir hoffentlich noch früh genug raus. Bonus, genau. Bei dem Bonus können wir das da machen. Ich weiß nicht genau, was uns das bringt. Ich habe es schon in der Demo nicht ganz verstanden. Aber das ist okay. So, erstmal lauter machen für mich. Damit ich auch die spannende Kirby-Musik höre. Erstes Level abgeschlossen. Nächstes Level, Stage Nummer 2. Ich denke mal, also wenn ich das hier so sehe, hier gibt es Stage 2. Stage 4, da unten sehe ich es richtig. Stage 3. 4 Stages? 5 Stages pro Welt? Ich glaube, wir schaffen so roundabout eine Welt pro Video, aber ich weiß es nicht. Dadurch nicht allzu sicher. Das sieht sass aus, aber da kann man nicht hin. So. Wir gehen das hier ganz entspannt an. Gegner zu besiegen bringt tatsächlich nicht wirklich was. Deswegen, werde ich das auch nicht tun. Wenn ich nicht muss. Und ja, ein Stern, der fliegt uns weg. Ja, sieht genau so aus. Ich finde, die Übergänge mit diesen Sternen sehen richtig schön aus. Okay. Das war neu. Das war auf jeden Fall in der Demo noch nicht so. Haben wir jetzt eine Übersicht bekommen über den Bereich, den wir jetzt haben? Was ist hier unten? Ah, das sieht nach Tod aus. Ob ich es genau wissen will, weiß ich nicht. So. Ist das die Boomerang-Fähigkeit? Ganz genau. Ich meine Frisbee. Natürlich Frisbee. Damit können wir hier ein bisschen die Spinnen wegmachen. Zack. Wenn sie sich treffen lassen. Wunderbar. Natürlich, Geld versuche ich natürlich, also diese Sterne, ich glaube, das soll Geld darstellen. Versuche ich natürlich so viel wie möglich einzusammeln von. Ob ich alles schaffe, weiß ich nicht. Okay, hier drauf stehen können wir scheinbar nicht. Ich stand da eindeutig drinnen. Brauche ich hier. Aha. Das ist zum Beispiel ein neuer Bereich tatsächlich. Ich finde es nicht gut, dass wir bisher noch kein einziges Ding eingesammelt haben. Kein Zahnrad. Das ist ein Bereich, den gab es in der Demo tatsächlich nicht. Cool, cool. Oh, Essen brauchen wir, haben wir dringend nötig. Was ist das hier? LOL. Hä, einfach Feuerwerk. Wie cool. Blöcke. Das waren Blöcke, die sehen aus wie von Mario.
wie von Super Mario Bros. Hier die Blöcke da oben. Oh, wir können nicht fliegen mit dem Ding in der Hand. Ah, gut, dass mir das gesagt wird. Ah ja, und dann spawnt hier eine Brücke. Ah, wunderbar. Ich kann mich auch ducken damit. Okay. Ich nehme das erstmal eine Weile mit. Das war so knapp. Imagine, das wäre jetzt... Oh, eine Sekunde früher, wir hätten den Block nicht mehr bekommen. Das ist sogar das erste. Let's go. Boom. Hier könnte noch was sein. Sieht aber tatsächlich nicht so aus. Steppen direkt mal weiter hier. Was befindet sich hier hinten? Weg von unten nach oben mit... Die Fähigkeit war in Kirby und das vergessene Land echt wack. Die ist ja mega. Also wir haben, wenn ich das richtig gette. Ja, okay. Wir können so ein bisschen damit halt angreifen. Und wir können auch hier durch und die Maxi-Tomate. Also die uns jetzt zwar nicht bringen, nichts bringt, aber schön, dass wir sie eingesammelt haben. Ich kann jetzt hier einfach... Ja. Das ist ja cool. Wie habe ich das gemacht? Warte. Beim Rennen? Wenn ich beim Rennen vielleicht mache? Ah, dann rollen wir so. Okay. Hier gab es kein, wie heißt das? Teil? Puzzleteil? Zahnrad. Das sind schwere Worte. Mensch, lasst mich doch. Ich weiß nicht, was das hier ist. Okay. Magie-Zauberstäbe, finde ich gut. Oh, der nächste Boss wartet auf uns. Es ist der Schwertkoloss. Oh, der... Nee, weg hier. Wow. Ui, ausweichen. Let's go. Down ist er. Wie kriegen wir die Schwertfähigkeit? Vielleicht brauchen wir die... Ich finde die Pfeile ein bisschen unnötig. Ist okay. Warte. Wir können auch, wenn wir aufladen, das habe ich vorher schon gesehen, können wir tatsächlich durch Wände durchschlagen. Das habe ich vorher gesehen, das habe ich vorher ausprobiert. Und deswegen weiß ich das auch. So. Stemmen wir doch mal. Ja, ich wusste es. Wir haben eins verpasst. Aber wo denn? Ich weiß nicht wo. Ich guck, wo es ist. Ah, wir kommen an der Stelle nicht mehr zurück. Das finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen doof. Aber natürlich werde ich das dann off-cam für euch nachholen. So. Level beendet. Bonusspiel bin ich bereit für. Wham! Oh ja. Oh, fast die 1. Ich will einmal die 1 haben. Wo sich dann dieses wunderbare Zahnrad befindet, schauen wir ganz kurz nach. Okay, Guys, ich habe das Zahnrad tatsächlich gefunden. Hier oben rechts. So, steppen wir direkt in Stage 3, ins nächste Level hin. Nein. Gut, also das Zahnrad, dass ich das übersehen habe. Also, bin ich noch ein bisschen enttäuscht von mir. Aber ist ja gar kein Problem. So. Jo. Das ist tatsächlich ein Level, das gab es nicht in der Demo. Da konnte man einfach nicht rein. Es gab Stage 1, 2 und 4. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Aber vielleicht sind hier Mechanics drin, die man noch vorenthalten möchte. By the way, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Grafikstil findet. Mit diesen Outlines um... Boah, ich wusste... Wieso macht das Damage? Mit diesen... Das sind ja Konturen um die Charaktere drumherum. Wie ihr das findet. Was ist das für eine Fähigkeit? Elektro-Blitz-Zeugs. Ja, cool. Aber hier links habe ich noch was gesehen. Nein. Ich brauche das. Hallo. Wichtig. Aber sonst ist hier nichts mehr. Okay. Und wieder runter. Wer weiß, wofür man das noch braucht. Für das nächste Zahnrad. Nee, für das erste Zahnrad nicht. Aber wir haben das Zahnrad. Let's go. Uiuiui. Nee, ich will hier gar nicht zerquetscht werden. Ich mache einfach so ein Kraftfeld und wenn Gegner drinnen sind, halt schlecht für die Gegner. Wieder weg da jetzt, hallo.
So. Man kann das scheinbar auch in der Luft... Hä? Ich bin einfach der Auserwählte. Der Junge nennt mich Zeus. Wie genial ist das denn? Oh, oh, hier müssen wir die Power ablegen und hier ein Ding ansaugen. Okay, dann tue ich das. Oh, ich merke schon, ich glaube, wenn wir das da durchfeuern, dann bekommen wir das, was hier drin ist. Deutsch ist wieder mal ein bisschen not so on top heute. Aber das soll uns nicht aufhalten, hier trotzdem Spaß zu haben. Guys, wenn euch das Projekt auch so gefällt wie mir, könnt ihr auch gerne mal ein Like da lassen. Oder einfach direkt den Kanal abonnieren, um keine weiteren Episoden mehr davon zu verpassen. Das würde mich echt unterstützen, freuen und euch hilft es theoretisch ja auch. Weil ihr ja benachrichtigt werdet. Ah, so, und dann machen wir so eine Rundum-Attack. Die Dinger sind kompletter Müll. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich sehe da unten, dass ich einen Key brauche. Uiuiui. Ganz vorsichtig hier. So. Ah ja, hier ist der Schlüssel. Oh, wir können mit dem Schlüssel nicht fliegen. Wichtig zu wissen. Wäre jetzt nämlich einfach hier gesprungen. Wäre vielleicht nicht meine beste Entscheidung gewesen. Aber come on. Was ich auch ein bisschen schade finde oder was ich nicht gut finde, sagen wir es so, dass Gegner alle, legit alle 2 Zentimeter respawnen müssen. So, hier geht es oben weiter, habe ich das Gefühl. Ne, wir können leider nicht rutschen. Hör, ich habe die doch getroffen! Scam. Kompletter Betrug hier schon wieder. Wie soll ich denn das machen? Hallo! Hör doch auf! Wie mache ich denn... Geht doch. Doch, geht. Okay. Fliegen, 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 fliegen. Huiuiui, das war knapp. Ja, nochmal ein bisschen Jump-and-Run-Parcours. Und ab in die nächste Ebene. Was erwartet uns da? Stacheln? Ich glaube, das soll ein Stacheln darstellen. Ich springe auf jeden Fall mal nicht rein. Der Kollege da unten hat einen Schlüssel. Wieso traue ich ihm nicht? Gartenzwerg, geh doch weg. So, weiter. Hier die Leben schön mitnehmen. Erster Kollege. Jetzt nur die Frage, wofür brauche ich diesen Key? Für hier. Für das letzte Zahnrad. Let's go, first try. Hier alle mitgenommen. Was ist das da oben für ein Gegner? Habe ich von dir eine Kraft? Ja! Oh. Ah, das tötet alle Gegner auf dem Screen. Okay. Wunderbar, let's go. Geschafft. Jetzt erstmal wieder die Bonus-Stage. Boah. Hoch, hoch, hoch. Let's go, da haben wir die Nummer 1, Guys. Dafür müsst ihr jetzt aber ein Like da lassen. Also wirklich, das ist ja das Mindeste, was ich von euch hier erwarten darf. Oh ja, by the way, zwischen den Folgen haben wir tatsächlich so ein Land freigeschaltet, Margoland. Da gibt es so Minigames, die man machen kann. Die schauen wir uns aber am Ende vom Projekt an. Aber was wir auch freigeschalten haben, ist Stage 4. Und ich würde sagen, heute, erster Part, quetschen wir das noch rein. Let's go, hier gibt es sogar 4 Zahnräder zum Mitnehmen. Ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg. Ich hätte gerne den Boomerang-Typen. Komm. Ui, krass. Ah, ich kann die so ein bisschen lenken, je nachdem, wie mein Stick ist. Okay. Das Level kennen wir auch aus der Demo. Wird nichts Neues, nichts Überraschendes sein. Vielleicht ja doch. Aber mal schauen. So, erstmal die Leben auffüllen. Das ist das Wichtigste. So. Was gibt's hier? Direkt ein Zahnrad für unsere Tasche. Let's go, Guys. Es läuft gut. Es freut mich. Ich finde die Musik macht Laune. Die Farben, alles macht. Schaut in den Hintergrund. Da ist ein Regenbogen, der sich bewegt.
Jetzt ist der Regenbogen weg. Also es wird, es ist wunderbar. Nein, da wurde ich getroffen. Gibt's hier noch was? Nee? Oh, aber das Sandwich nehme ich gerne mit. Doch, ich feiere die Musik maximal. So. Schön. Ui, das fährt einfach weiter. Was ist denn mit dir los? Das Einzige, was mich stört bei solchen Items, dass man halt dann sehr viel vorbeirennen kann. So, let's go. Ne, wir haben genug Leben. Was ist das? Ein Ticket? Ne, Geist, ich trau hier gar nichts. Weiß ich nicht. Ich würde hier gerne noch mal langsam durch, weil wir haben ja jetzt fast gar nichts gesehen. Verpasst haben wir tatsächlich nichts. Ich wollte noch mal nachgeguckt haben. Sicher ist sicher. Denn hier gibt es so viele Zahnräder. Ich weiß gar nicht, wo die sein sollen. Hier fallen die ganze Zeit Dinge runter. Das finde ich gar nicht gut. Aber was soll man machen? Oh, das schützt mich. Wie cool ist das denn bitte? Oh, hier schön die Heilung mitgenommen. So, die Waddledees können wir auch mal schützen. Jo, das ist mega der starke Angriff. Da ist noch so eins. Oh, weil das verliert gleich seine Power. I see. Aber wir können das nächste nehmen, ganz genau. So. Und unseren Weg hier durchbahnen. Ich finde die Gimmicks mega cool hier. Muss ich an der Stelle ganz ehrlich sagen, gefällt mir. 10 out of 10. Weg mit dir und rein da für das zweite Zahnrad. Bitte, das wäre zu schön. Let's go, wir haben noch nichts verpasst. Finde ich gut. Einmal hier hoch und durch die Tür. Weiter geht's. Wo kommen wir raus? Ich will mehr sehen. Ich will viel, viel mehr sehen. Das ist mega cool. Also die Level in der Demo sind alle nochmal ein bisschen anders als die fertigen Level hier im Game. Genau, da wären wir schon vorher viel früher gewesen. Ja, das war Lost vielleicht. Aber er gibt uns halt die geisteskrankste Fähigkeit von allen. Mega Drachenpower aktivieren! Zack, geisteskrank. Sag ich, wie es ist. Bräuchte ich für zu Hause auch. Einfach zwei Riesendrachen. Jeder, der keine zwei Riesendrachen zu Hause hat, schlecht. Und wham! Wham, so wie Last Christmas. Let's go durch hier. Und nochmal. Das ist halt einfach krass. Das sieht cinematisch richtig schön aus. Let's go. Oh, da wäre fast mein Display kaputt gegangen. Ja, da ist wieder so ein Ticket. Hier, aber ich weiß immer noch nicht, was man mit denen machen kann. Ich hoffe, das wird noch erklärt. What a wham. What a wham. Ein weiterer Bonusraum. Und rein da. Let's go. Seid ihr auch schon mega in dem Kirby-Hype? Ich find's cool, dass Kirby so auf der Switch jetzt so ein bisschen mehr bekommt. Weil Kirby hatte ja, auch abgesehen von so ein paar kleinen Titeln, nicht wirklich was. Dann kam das vergessene Land und jetzt das hier. Ich find's gut. Ich find's gut. By the way, ich hoffe, das Game ist unten verlinkt. Da gibt's nämlich einen Link zu Instant Gaming, wo ihr das Game tatsächlich nochmal ein bisschen günstiger bekommt. Ich würde an eurer Stelle da auf jeden Fall zuschlagen. Lohnt sich im Normalfall. Spart man mehr, wie wenn man es im Laden oder bei Nintendo direkt kauft. Wichtig, denkt da dran. Oh, wir kriegen wieder eine neue Fähigkeit. Weiß ich nicht, ob ich das will. Das ist halt auch nicht so stark. Aber ich glaube, wir nehmen eher das hier. Oh, da sind wieder zwei Stück.
Let's go. Ja, komm du nur her. Kann der was, wenn ich so mache? Nee, kann er nicht. Oh ja. Ja, ich mache hier den schlauen Meister. Let's go, da ist er down und zwei weitere Zahnräder in unsere Tasche. Und damit haben wir auch alle. Let's go, raus hier wieder. Leben sind vollständig aufgeladen. Und weiter geht's. Ey, es macht Spaß, Guys. Wirklich. Bis jetzt, sage ich, Spiel kann man empfehlen. Aber wie ihr wisst, Fazit kommt immer während den Credits. Da entscheiden wir dann, ob das Spiel wirklich weiterempfohlen werden kann oder nicht. Wunderbar. Bonusspiel. Let's go, komm, auf die 1, auf die 1. Let's go, diesmal ohne, dass ich mich hochhangeln muss. Da gibt's auch nochmal ein Run-Up für uns. Wunderbar. So. Boss Stage 5. Stempeltickets können im lustigen Magoland gegen Stempel eingetauscht werden. Sammle Stempel, um tolle Souvenirartikel zu halten. Ah ja. Aber Guys, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Like und Abo wären wunderbar. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Morgen um 13 Uhr geht es direkt weiter mit einem neuen Video. Seid am Start. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.